So, okay. Schulz, gehst schön hier hin. Kampala, geht hinterher. Alles wird gut. Kann man eigentlich noch besser werden? Nein, Gold ist das Beste. Sophia sitzt die ganze Zeit nur vorne, durchgehend. Vielleicht ist es ja so eine, die lieber alleine ist oder so. Ah, ich habe jetzt genug Geld. Entweder wir haben Glück und finden noch was. Oder ich hole mir jetzt noch ein Schild. Wie gesagt, dafür bräuchten wir insgesamt 160. Einfach nur drei Stück. Guck mal. Boah, ist das geil. Boah, wir haben Waben um uns herum. Geil. Und Store, natürlich. 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 Na, was soll's. Ein Mantis hat sich da niedergelassen. In einem toten Space-Wal. Im schwarzen Markt. Heavy Laser. Zwei schnelle Schuss. Für zwei Schaden. Okay, jetzt muss ich ganz kurz gucken. Weil hier zum Beispiel haben wir drei Schuss mit einem Schaden. Das ist, muss also nicht unbedingt sein. Und hier haben wir zwei Schuss mit einem Schaden, aber ansonsten zwei Schaden. Also den könnten wir eventuell loswerden hier. Oh, der ist schneller. Brauchen nur ein Power. Heavy Laser. Okay. Weil. Schießt nur einmal alle 9 Sekunden. Gleich viel Schaden und braucht nur ein Power. Das ist natürlich interessant, ne? Und was haben wir hier? Achso, das, was wir vorher auch hatten. Schon gut. Das ist nicht so viel. Ah, hier erstmal, ich weiß. Dann wieder hier. Brauchen wir drei Power. Das ist ein bisschen heftig. Und wen sollen wir damit wegtun? Der Hall-Laser braucht 14 Sekunden für 2 Angriff. Ansonsten braucht er 4, kann er machen. Der macht 9 Sekunden, haut 2. Und kann durchdringen. Heavy Laser, a smaller burst laser counterpart. Hull-Smasher. Ich verstehe das nicht. Hull-Smasher. Okay. Burst Laser Mark 2. Heavy Laser Mark. Soll mehr Schaden machen, aber irgendwie finde ich das nicht. Das sind 12 und haut dreimal zu und braucht zwei Dinger. Haut aber dreimal zu. Das ist super gut. Weiß nicht. Muss ich mir das andere eigentlich nicht kaufen, muss ich zugeben. Es wäre praktisch, aber ist minimal. Ich hole mir lieber hier nochmal ein. Danke. Current Hull. Wie kann ich mehr Hull bekommen? Hull, Hull, Hull. Jo, weiter geht's, ne? Ah, muss ich da jetzt wirklich rein? Ich könnte hier noch hin und dann weiter. Ich denke mal, doch, es müsste gehen. Dass wir das noch schaffen. Wir erreichen die Soltan-Forschungsanlage. Sie erklären uns oder erzählen uns, dass sie gerade an genetischen Abnormalitäten forschen. Durch Stasis Sleep, dieses künstlichen Schlaf und dadurch längeren Sprung hier, FTL Drive Travel, also Reise. Und sie fragen uns, ob wir nicht Zeit hätten, ein paar Scans vorzunehmen. Ja, okay, komm. Was? Als du ankommst,
Oh mein Gott. Auf dem Radar kommt ein böses Schiff, wie man hier gerade sieht. Und andere werden als Geiseln genommen. Gut, dann machen wir das doch mal. Sie kämpfen. So. Das schaffen wir schon. Der Burst Laser. Hä? Da. Achso, der Beam, natürlich. Warte kurz. Sind die alle böse? Ja, scheinbar schon. Wie viel kriege ich jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das müsste eigentlich am besten sein, oder? Oder könnte ich 1, 2, 3, 4, 5, nein. Ich denke mal, so ist am besten. Und der Burst Laser macht natürlich auch schön hier rauf. Wir holen uns die hier. Und dann müsste das alles eigentlich hinkommen. Er bleibt hier zum Heilen. Das ist wichtig. Oh, fuck. Okay, ich muss ein bisschen gucken. Steven, du gehst mal hier rein. Ah, fuck it. Das ist echt mal Angriff. Steven, du sollst hier hingehen. Na, kein Wunder, wir greifen ja auch nicht an, ne? Aber das ist nicht so das Problem. Ja. Steven geht nämlich jetzt zurück und kümmert sich darum, während Markert hier hingeht. Und wer kümmert sich um Schulze dahin? Alles wird gut. So, die anderen werden nicht wirklich benutzt, habe ich das Gefühl. Alles wird gut, alles wird gut. Na, fuck it. Kümmere dich darum. Kämpfen wir überhaupt? Greifen wir überhaupt an? Ja, okay. Aber Resist, das ist natürlich nicht so gut. Du bleibst da. Kapalka kümmert sich darum. Einer geht auch dahin. Das ist in Ordnung. Nein, nein, das ist alles in Ordnung. Du gehst 1-1-1-1. Ja, okay. Das ist aber auf jeden Fall richtig, so wie ich es gemacht habe. Die Ionenbombe kommt mal weg. Ein Laser kommt hier hin. Ah, zum Glück habe ich 3. Oh mein Gott. Oh, wir haben es geschafft. Oh. Du hast das Schiff besiegt und kontaktierst nun das die Wissenschaftsstation. Danke, dass ihr uns befreit habt. Sie haben uns als Geiseln genommen, um Besucher angreifen zu können. Bitte nehmt dies. Missile, Drone Parts, Scraps und ein Anti-Ship-Drone-Mark. Sehr gut. Das bedeutet, erstmal wird jetzt geheilt. Oh, zum Glück habe ich diese Drohne hier. Das ist so schön. So schön. So. Du gehst jetzt hier unten rein. Du gehst hier rein. Steven geht wieder hier hin. Steven war das doch, oder? Ja. Und du hilfst ihm natürlich. Oh mein Gott, ist das schwer, wenn man nur einen hat.
wenn die nicht kämpfen können. Das ist richtig eine gute Strategie eigentlich. Und was haben wir bekommen? Anti-Ship. Achso, habe ich schon. Jo, nö, nö, das ist in Ordnung. 195. Tja, Heilung wäre jetzt ganz gut. Store. Ah, da war ich schon. Was meint ihr, kommen wir da hin? Einmal heilen und dann hier oben hin. Haben wir doch geschafft, oder? Ja, komm, was soll's. Den kann ich verkaufen. Den kann ich eigentlich auch verkaufen. Ich brauche es nicht wirklich. Aber Schildpiercing ist natürlich richtig geil. Und macht kaputt. Der hier nicht. Seon-Sache. Na, was soll's. Eine holen. Close. Dankeschön. Und auf in den Nebel. Was ich ja eigentlich gar nicht will. Du kannst durch die dicken Gase gar nichts sehen. Du kannst eigentlich nur warten, bis sich dein Meter wieder aufgebaut hat. Sehr schön. Exit. Exit. Ich habe schon eine 40%ige Wahrscheinlichkeit auszuweichen. Oh, okay, war ja gar nichts. Das war aber jetzt. Letzte Gefecht. Oh mein Gott. Du erreichst das Herz der letzten Föderationsflotte. Deine Zugangscodes gehen durch die Security und direkt zum Hauptschiffskriegsraum. Der Admiral Tully spricht zuerst. Wer seid ihr? Was soll das? Okay, erklärt euch. Zynisch wird eure Erklärung angenommen. Und es wird eigentlich nicht geglaubt. Die Offiziere glauben euch nicht. Der General Purzil von den Engi-Brigade, von der Engi-Brigade spricht. Intel. Hä, das weiß ich doch gar nicht. Es gibt eventuell. Auf die Rebellion kann man eventuell abhalten durch eine. Was? Eine Möglichkeit abzuhalten. Und wir sollen jetzt erklären, was die Schwäche ist vom rebellischen Flaggschiff. Tully antwortet: Okay, ist es festgelegt. Die Rebellen werden hier jeden Moment sein. Wir werden machen, was wir können, um sie abzuhalten. Aber du musst das Flaggschiff zerstören. Wir werden euch nun auffüllen. Dann hätte ich ja vorher. Na, okay, schon gut. Und unsere Stationen werden euch helfen, soweit es geht. Viel Glück. 10. Ja, dann gib mir doch mehr. Sind wir jetzt wirklich im letzten Kampf? Zerstört das Flaggschiff, bevor es zu den Föderationen kommt. Greift es schnell an. Repair ist rechts, okay. Die Orte, die rot leuchten, sind unter der Rebellion. Nachdem du springst oder einfach nur wartest. Repairstationen werden euch werden euch reparieren. Macht ja auch Sinn. Das heißt, wir müssen so schnell wie möglich hier hin, ne? Also sollen wir hier oben lang gehen? Dann können wir immer noch zum Repair gehen, wenn wir gleich zerstört werden. Wir können auch warten.
5-mal können wir springen, bis das Flaggschiff in Reichweite ist. Es wird gleich dahin springen. Also gehen wir einfach mal hin. Ich habe keine Ahnung jetzt gerade, was das Spiel von mir will. Sensor. Okay. Wir haben ein, wie immer. Ja, die Rebellen versuchen jetzt uns irgendwie fertig zu machen. Wir müssen natürlich nach vorne kommen, aber woher wissen wir das? Der Code? Müssen wir auf das Schiff von denen? Ich hab sowas nicht. Just saying. Und der Burst Laser natürlich hier rauf. Ich habe 4 Stück. Soll ich das benutzen? Nein. Ich warte mal ab. Yes. Ich habe 3 Schilder, also. Ach, dammit. Wow. Ja. Sehr gut. Ich hab's geschafft. Aber ich benutze die nächste Missile noch hier. Und. Mann, der ist schnell wieder am Aufladen, echt. Echt mal. Nee, ich bin nicht schnell genug. Na, fuck you. Ich kann nicht viel machen. Einfach, ich kann nur hoffen. Na komm, jetzt schießt. Schießt. Aber der. Schießt. Dankeschön. Oh mein Gott. Ich dachte, ich hätte jetzt verloren. Ist jemand getroffen worden? Schulz ist getroffen worden. Ist noch irgendwas kaputt? Oh Mann. Ist echt scheiße teilweise. Ja, weil Oni ansonsten nicht wirklich hilfreich ist. Wenn das hier kaputt geht, ja. Aber ansonsten nicht. Jetzt sollte Oni doch zu den Schilden gehen, um da zu helfen, wenn irgendwas ist. Dann wird schneller heil gemacht. Schilde sind immer wichtig. Da muss ich echt aufpassen. Wie die, ob die alle Gold haben. Oh, ich bin gerade ein bisschen. Sorry, Leute. Ah, wir müssen es reparieren. Es sei denn. Fuck it. Das brauche ich nicht. Soll ich 40 machen, damit wir noch schneller fliegen können oder noch mehr ausweichen? Das ist natürlich ganz gut. Die Türen sind nicht so wichtig. Nur dann brauche ich hier auch noch so einen. Also ich muss auf jeden Fall einen hiervon kaufen. Automatische Ausweich. Ja, brauche ich aber nicht wirklich. Wie viel brauchen wir dafür? 180, 170. Warte. 250 bräuchten wir für das nächste Schild. Nee. Dann lieber die Engines. Dann brauchen wir nur 75. Ah.
45 Ausweich. Warum haben wir nur 45? Ich dachte, wir wären ein bisschen besser gewesen. Aber wir haben Drohnen, das heißt, wir können jetzt schön Drohnen benutzen. Ah, ist das schwer, ey. Das ist echt schwer, die Entscheidung. Ich muss mich reparieren. Das ist doch scheiße. Jumps until the factory is in range. Das heißt, jetzt jumpt er. Okay. Wir könnten hier runter und dann nach oben und abfangen. Ich muss mich reparieren. Eine Station, aber die ist kaputt. Schau nach Überlebenden. Nee, wir holen uns nur die Sachen. Wir brauchen keine Überlebenden. Das ist mir zu gefährlich jetzt. Darf nicht Base erreichen. Okay. Dann reparieren wir uns erstmal. Reparieren uns umsonst und geben uns auch noch richtig viele Gegenstände. Heftig. Das heißt, bald haben wir genug und dann können wir uns noch mehr aufbauen hier. Okay, wie gesagt, davon brauchen wir 350. Das ist ein bisschen heftig. Aber wir könnten hier sogar das hier noch holen jetzt. Auch nur noch in Dreierschritten. Naja, ist besser als gar nichts. Ausweich. Oder wir holen uns das hier und können dann immer die Bomben nehmen. Das meiste davon brauchen wir halt nicht. Das ist das Einzige, was wir so ein bisschen brauchen könnten. Oder halt sowas. Ja, springt gleich, war so klar. Das heißt, wir könnten also nur noch mal sicher gehen und nach oben gehen. Ah! Dammit! Wir müssen hier irgendwie in die Richtung kommen. Na, was haben wir hier? Föderationen sind hier. Eine Föderation wird angegriffen und wir helfen. Wir wollen helfen. Das sind ja Menschen. Rebellische. Oh, alles voller Menschen hier. Und eine Drohne. Ja, okay, weil ich das ja auch anders mache. Das heißt, das ist vollkommen in Ordnung. Wir holen die hier. Das muss auch drauf bleiben jetzt. Der Burst Laser geht hier schön. Oh, fuck it. Nee, der Burst Laser. Ach, muss die Drohnen kaputt hauen. Und der Beam hier geht eventuell jetzt durch genug. Ich weiß es nicht, ob das gilt. 1, 2, 3, 4, 5. Ich hoffe einfach mal. Und jetzt geht's los. Ja, halt die Fresse. Okay. Intruder, natürlich. Ich muss gucken, ob Senmu. Ne, Senmu ist zum Kämpfen, okay. Oh, ist da auch ein Intruder? Oh. Das ist ja dumm. Nein, nicht meine Repair-Dingens.
Ah, fuck it. Nein, nein. Oh, ich bin so dumm, dass ich die jetzt schon mache. Oh, schon kaputt. Ich hab gar nicht rechts geguckt. Sehr gut. Das heißt, er geht erstmal sich heilen. Warum ist das rot? Hat die Drohne Luft weggenommen oder? Okay, keine Ahnung. Schulze ist da. Er ist auch da. Die sind alle am Machen. Das ist schön. Ich glaube, ich werde wirklich für das nächste Schild noch was aufbewahren. Denn ich brauche eigentlich sonst nichts. Das hier wäre vielleicht ganz gut, die Blast Door, aber vielleicht kriege ich ja noch genug Geld für Schilder. Wenn ich das zwei mache. Aber ich brauche ja sowieso hier Powerbars auf jeden Fall. Weil wenn ich nämlich gleich hier immer eine Drohne losschicke, also ja, zwei, und die will ich dann auch noch. Nee, das geht ja gar nicht. Nee, okay, brauche ich nicht. Noch nicht. Wir könnten jetzt dagegen kämpfen. Ich habe ein bisschen Angst. Nein, 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 nein. Ah, das wollte ich nicht. Ich wollte nicht waiten. Ah, dann heilen wir mal. Ah, das... Verdammt, das wollte ich nicht. Ich hole mir, glaube ich, jetzt das hier und das andere, dann kann ich nämlich meine ganzen Missiles beim letzten Endkampf jetzt angreifen. Weil wenn ich das jetzt noch mache, müsste ich noch genug haben, um alle zu aktivieren. Sehr schön. Du gehst dahin. Nein, nein. Nein! Ist doch nicht so schwer. Du gehst wieder dahin, du gehst auch dahin. Du gehst dahin. Es soll jeder das Beste machen. Oh, ist doch nicht so schwer. So, jetzt habe ich nämlich noch zwei übrig. Volle Kanne. Oh, fuck it. Dies ist es. Das Flaggschiff der Rebellen. Wenn du dieses Monstrum zerstören kannst, wird die Föderation überleben können. Okay. Kann ich irgendwann reingucken? Okay. Wir haben die Bombe, die kommt natürlich hier rein, weil das ist wichtig. Der Burst Laser kommt hier. Why not? Ich überlege jetzt gerade. Vielleicht sind die Drohnen ja auch wichtiger wegzuhauen. Oder halt Luft. Also, dass ich irgendwas kaputt haue, was... ist das ein Teleporter? Der Hall-Laser haut schön hier hin. Vier. Achso, das ist die vierte. Schon gut. So, und der Peak-Beam, da versucht er natürlich so viel wie möglich jetzt zu machen. Da würde ich 1, 2, 3, 4, 5. Nein. Eins, zwei... Ach, fuck it. Vielleicht reicht das ja. Wartet. Nein, nein. So und...
1, 2, 3, 4, 5. Und das ist vielleicht ganz gut. Oh mein Gott, Leute. Spannung. Oh, zum Glück kommen wir nochmal. Ja, bleib dabei, bleib dabei. Alles ist gut. Sehr gut, sehr gut. Macht weiter, macht weiter. Ja, meine Shields bleiben auch offen. Dion, oh, fuck it. Na, das macht er, das macht er, das macht er. So, 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 so. Wo ist jetzt... Er geht jetzt dahin und hilft. Und er geht dahin und macht das. Ah, fuck. Warum? Wo sind meine Schilder? Was? Wieso kann ich die Schilder nicht besiegen? Ich schaffe es nicht. Du kümmerst dich um... Ich habe keine Ahnung. Geh mit zum Schild. Was? Ich verstehe das nicht. Locked by effect, okay. Kann ich es überhaupt schaffen? So, 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 alles wird gut. Alles wird gut. Oni, du gehst hier mal rüber. Und du... Bleibst du erstmal stehen. Oh, ich hab's geschafft. Ich hab ihn getroffen. Oh mein Gott. Alles wird gut. Jawlag brauche ich noch ein bisschen, aber. Okay, okay, okay. Wow. Wow. Ganz ruhig jetzt. Er kümmert sich drum. Oh, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Oh mein Gott, stirb, du blöd Bitches. Gerade als du die Überhand bekommst. Was? Ich hab's doch zerstört. Kann es fliehen, indem es springt? Es springt und kann, ist nur näher an der, an der Basis. Du hast ein bisschen Zeit, du hast dir ein bisschen Zeit geschafft, aber du musst weiter angreifen. What the fuck? Ja, Sophia, dann gehen wir hier hin. Du gehst hier wieder hier rein. Das ist einfach nur zum Reparieren des Schildes. Ich weiß nicht, warum das Schild nicht vollständig auf... Achso, das wurde automatisch ausgemacht. Ich hätte es wieder anmachen sollen. Na toll. Der Rest ist nicht so wichtig. Sophie, du gehst hier rein. Was ich mit ihm machen soll. Am besten hinten. Es ist einfach zu wichtig, falls da irgendwas kaputt geht. Oh mein Gott. See enemy power use. Wüsste ich gern, was sie damit meinen.
Soll ich machen? Einfach nur, ich meine, vielleicht kriege ich noch was anderes, aber wenigstens Ausweich um 3 höher. Ich weiß es nur um 3, aber das könnte alles bedeuten. Ich muss unbedingt reparieren gehen. Es ist so kacke. Es ist so scheiße. Ich kann mich nicht mehr reparieren. Das ist so unfair. Ich habe das Spiel verloren, weil die jetzt einen auf doch nicht kaputt gemacht gesagt haben. Das ist doch total bescheuert. Und wenn ich jetzt hier hinspringe, bin ich gearscht. Mach mich irgendwie sauer gerade. Weil ich kann nichts mehr machen. Ich kann nur hier oben hin und darauf hoffen, dass ich stärker bin als die Rebellen. Voll auf die Jump, oh wait. Ja, ich komme aber nicht mehr zum Repairen. Ihr blöden Bitches. Das heißt, very dangerous, ja. Ich muss zum Base zurückkommen. Das heißt, ich muss jetzt hier hinspringen. Da, wo es gefährlich ist. Ah, fuck it, ey. So, Anti-Ship, Bomb, ich probier's. Burst Laser, darauf, the Beam. The Hull Laser, da. Ja, kann nur hoffen, dass ich entweder fliehen kann oder zerstören. Aber ich bin gerade ein bisschen sauer. Ja, ich versuche ja gleich zu gehen. So. Ich werde nicht repariert? Are you fucking kidding me? Okay. Oni heilen. Du heilst dich. Zemo heilt sich mal. Ich bin ein bisschen sauer. Sorry, Leute. Ich weiß jetzt nämlich nicht, was ich machen soll. Oni geht wieder zurück. Du heilst dich. Ach, Oni. Du gehst wieder zurück. So. Markant geht wieder zurück. Du gehst zurück. Die anderen. Steven heilt sich mal. Du heilst dich auch mit. Steven kommt wieder zurück. Ja, auch. Tja, ich habe keine Möglichkeit mehr, mich zu reparieren. Könnt ihr mich nicht reparieren? Ach, Spiel. Das ist kacke. Ich habe jetzt so lange durchgehalten und jetzt schafft das Spiel nicht, weil du Scheiße zu mir bist? Macht mich ein bisschen sauer. Gutes Spiel, aber das macht mich sauer. Ich werde jetzt, dann mache ich jetzt mal ein Upgrade hier. Einmal mit Dodgen.
Und dann springe ich hier hin. Repairs da unten. Ich kann es noch schaffen, wenn ich das überlebe. Wenn da jetzt nichts Böses ist. Ach, natürlich ist aber da was. Natürlich ist da was. So. So. Und Halleser kommt dahin. Ich kann nur hoffen, dass ich fliehen kann. Oder dass es nicht stark, dass es nicht so stark ist. Aber scheinbar schaffe ich es noch. Oder auch nicht. Ich muss das immer wieder selbstständig machen. Das ist voll hardcore. Oh, fuck you. Ich hätte jumpen können. Ich wollte gerade jumpen. Ah, fuck. Ich müsste einmal jumpen. Ich habe nicht richtig aufgepasst. Ich habe nicht richtig aufgepasst. Das war mein Fehler. Ich hab oben rechts geguckt und gesagt, oh, schaffe ich's? Und ich hätte jumpen sollen, sofort jumpen. Und dann hätte ich reparieren können, hätte es schaffen können. Ah, ich reg mich richtig auf. Leute, das ist das Spiel. Danke, Faxe, für das Spiel. Ist ein tolles Spiel. Aber es macht mich ziemlich sauer, weil jetzt alles weg ist. Und ich weiß nicht, was Restart und Hunger bedeutet. Scheiße, ey. Scheiße, scheiße, scheiße. Wir gucken uns die Stats an. Und das Score ist 3000 auf Easy. Naja. Ich weiß nicht, ob Score wichtig ist. Na, Kapalka und Zemu. Und Sophie. Ach ja. Most Jumps Survived. Ja. Achievements. Beat the Boss on Normal. Ja. So viel Sachen noch hier. Oh, aber das habe ich geschafft. Das kommt zu 8, ohne einen Crewmember zu verlieren. Das ist doch gut. Was? Komm nach. Warum sollte ich das machen alles? Na, okay. Das werde ich nicht machen. Naja, okay. Ship's Best. Engi habe ich. Ich habe keine Ahnung. Ah, Leute, ich bin jetzt sauer. Ich muss mich jetzt immer. Ich weiß nicht. Ich esse was. Dann beruhigt mich. Und ärgere mich einfach. Das ist einfach so ärgerlich. Ich bin. In so welchen Momenten bin ich froh, dass es nicht im Real Life ist. Weil das würde deinen Tod bedeuten. Und es tut mir leid für meine ganzen Leute. Ich hätte einfach Jump drücken sollen oben. Ich habe nicht drauf geachtet. Ich bin so doof, ich bin so schlecht. Bis dann, ciao. Ah ja, schreibt, wie ihr das Spiel findet, wenn ihr so lange geguckt habt.